elektrokohl. Ne? Ja. Ja. Das ist Dr. Kersten Lampe hinschraubt. Ah, ja. Ah, so, das ist der Marx. Wo schreibt er denn? Ups, Glücksbringer, Leistungsdruck fördert den Aberglauben. Was ist denn das? Das wollen wir mal anschauen. Da. Der Mensch hat eine Schwäche für Magie und Aberglaube, aller Vernunft zum Trotz. Unter welchen Menschen, unter welchen Umständen Menschen auf Glücksbringer vertrauen, haben Forscher untersucht. Ein Stoffmaskottchen bringt den Sieg des Fußballteams. Meine Güte, was der Spiegel da denn alles schreibt, hä? Ja, ich meine, wer vertraut ein Heizer doch noch auf ein Stofftierler? Also, ich vertraue da lieber auf meinen Schutzengel. Ja, einen Schutzengel habe ich auch. Ja. Habe ich im Auto hängen. Noch nie einen Unfall gehabt. Sehen Sie es? Ja. Der hilft wenigstens. Oh, was ist denn hier los? Hallo, Elektro. Ich schraube eine Lampe hoch für Dr. Kersten. Aber kommen Sie ruhig rein, Sprechstunde ist heute trotzdem. Einfach hier. Oh, nein. Also, nein, unter einer Leiter gehe ich überhaupt nicht durch. Nee, das mache ich nicht. Nein? Na hallo Geli, bist das du? Na komm doch rein. Der Mann vom Kohler, der wird schon nicht irgendwas fallen lassen. Der hält seinen Hammer bestimmt schon fest. Na, der kann seinen Hammer hinfallen lassen, wo er will, aber ich gehe nicht unter einer Leiter durch. Auf gar keinen Fall. Ich bin doch nicht zum Doktor gegangen, dass mir hinterher schlechter geht. Wieso soll es denn dann schlechter gehen? Der ist bestimmt vorsichtig, wenn du da durchgehst. Nein, nix. Ich gehe nicht unter einer Leiter durch. Dann warte ich lieber draußen. Nein. Ja, also, Entschuldigung, aber dass ich mir schlechter geht, bin ich natürlich nicht jetzt. Kommen Sie rein, gehen Sie da durch, ohne Probleme. Vielen Dank. Also, es hat auch gar nichts mit Ihnen zu tun, aber es weiß man doch, wenn man unter einer Leiter durchgeht, das bringt doch Unglück. Hab ich nicht gewusst. Aber gut, dass Sie mir das sagen. Ja, nimm doch Platz. Ja. Bist du auch jetzt beim Doktor? Hast du ja. Was Besonderes? Na, zum Glück nicht. Bin bloß zur Vorsorge, da warst du schon, Blutdruck messen und EKG oder wie das Zeug heißt. Ja, zum Glück. Was hier, da liegst du. Ich lese gerade im Spiegel einen interessanten Artikel. Hast du gewusst, dass 47% von den Leuten abergläubisch sind? Wie ist denn das bei dir? Ich bin doch nicht abergläubisch. Nee, also dann wäre ich doch heute gar nicht aus dem Haus gegangen. Wieso? Heute ist Freitag der 13. Da wäre ich nicht aus dem Haus gegangen und schon gleich gar nicht zum Doktor. Was? Heute ist Freitag der 13. Oh meine Güte, ja das, wenn ich wusste, dann wäre ich doch niemals zum Doktor gegangen. Du liebe Zeit, der wird doch jetzt etwas finden. Weißt du, wenn ich da am Dienstag angerufen habe, da hat die Sprechstundenhelfer gesagt, komm wir es halt am Freitag. Aber ich habe doch nicht nachgeschaut, dass das der 13. ist. Mein, der wird doch jetzt nichts finden. Der findet doch nichts in deinem Horoskop, steht doch drüben. Ihnen wird überhaupt nichts passieren und der findet nichts, der findet überhaupt nichts. Aha. Ja, aber du bist ja ein Stier, ich bin doch ein Steinbock, da hilft es ja nichts. Wer weiß, was bei meinem Horoskop drinsteht. Jetzt ist halt Freitag der 13. Meine Güte. Also, was meinen Sie denn? Wenn Sie am Dienstag einen Termin gemacht haben, dann geht doch Freitag der 13. in Ordnung. Ach so. Ich meine, das hilft was. Natürlich, aber ich sage Ihnen eins, Unglück muss man immer ein Gegenmittel haben. Aha. Schauen Sie heute Morgen, ja, ich fahre hierher, aber vorher beim Schornsteinfeger vorbei. Jetzt warte ich, bis der aus dem Haus kommt und kein Problem mehr. Fahre ich hin, auch wenn es Freitag der 13. ist, zu meinem Job hier. Ach, so ist es. Ja, okay, gute Idee, aber ein bisschen umständlich finde ich das schon. Ich weiß wohl nicht, wo der Schornsteinfeger wohnt. Also, ich habe ja immer meinen Glücksstein dabei. Ach. Ja, schon die heilige Hildegard von Bingen hat gesagt, Gott hat in die Steine heilige Kräfte gelegt. Ach, meine Güte, was du denn alles was, Dini, da schau ich ja bloß. Hildegard von Bingen?
Sag mal, war das nicht Anne von der Kirche, so vom Mittelalter? Ja, ja, die hat alles Mögliche über Heilsteine geschrieben. Ach. Da sind wunderbare Kräfte drin, man braucht nur den richtigen Stein. Ach, das ist ja komisch. Ich habe immer gemeint, dass fromme Leute sowas nicht glauben, aber wenn der Hildegard das glaubt, ja, aber auf der anderen Seite, wenn du einen Heilstein hast, warum hockst du denn da beim Doktor dann überhaupt nicht? Weil da brauchst du ja nur den richtigen Heilstein. Da kannst du doch im Doktor sporen. Also, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Die Hildegard von Bingen, das ist diese Grundlage der Glückswissenschaften. Ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Und außerdem passt du bloß auf, dass dir deine schwarze Katze nicht heute über den Weg läuft. Von links nach rechts. Heute am Freitag bis 13. Entschuldigung, ich wollte jetzt dich nicht beleidigen. Ich bin doch nicht abergläubisch, was? Der Benz, bitte zur Behandlung. Ach, jetzt geht's los. Also dann. Toi, 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 gell? Ja, wir auch. Ich meine, wir sind noch verfolgt. Ich greife mal den Blick über Sie. Frau Liebe, ja. Dankeschön, gell? Bitte. Ich bin ja auch schon dran. Also, ja, okay. Das ist gut. Wo sieht die Leila? Nur einmal wegräumen. Was will ich damit sagen, mit dem, wie es mir ging? Wir Menschen haben immer den Hang zum Aberglauben. Das gilt für Christen genauso wie für Heiden. Ist völlig egal. Wir haben immer den Hang in uns, dass wir auf irgendwas vertrauen, was nicht Jesus ist. Ich habe mich gefragt, warum ist dieser Hang da? Naja, vielleicht, weil man es selber in der Hand haben will, dass man glücklich ist. Und da kann ich ja was tun. Ich kann mit dem rechten Fuß aufstehen oder mit beiden gleichzeitig. Das kann ich machen. Hab mein Glück selber in der Hand und will es ohne Glück verwehren. Wenn ich auf Jesus vertraue, dann habe ich das ja nicht mehr selber in der Hand. Glück oder Unglück, Hilfe oder Nichthilfe. Naja, nicht unbedingt, dachte ich mir. Ich meine, wenn ich mir ein Kreuz, wo Jesus drauf ist, um den Hals hängt, dann kann ich da schon was machen. Aber was ist dann dieses Kreuz, das ich mir um den Hals hänge? Vertraue ich dann diesem Anhänger, der da vor meinem Hals hin und her taumelt? Dann ist es ja wieder Aberglaube. Dann ist dieses christliche Symbol aus Holz oder Metall oder was weiß ich, dann ist es das, auf das ich vertraue, nicht mehr auf Jesus, die Person, der lebendige Gott. Oder nehmen wir den Schutzengel, ne? Ich habe jetzt keinen im Autohänger, aber das ist ja ein christliches Symbol, Schutzengel, und die gibt es tatsächlich. Aber ist es der, der bei mir im Auto hängt, diese Figur? Merken wir, zwischen Glaube und Aberglaube, zwischen Vertrauen auf Jesus und Vertrauen auf irgendwas anderes, da ist nur ein ganz kleiner Grat, da kann ich ganz schnell von der einen Seite runterfallen, weil dieser Aberglaube zeigt sich manchmal auch ganz fromm. Er steckt in uns drin. Ob wir fromm sind oder nicht, steckt man immer drin in der Gefahr, dass wir auf andere Dinge vertrauen als auf Jesus. Zweitens, Aberglaube bringt Angst statt Mut. Ich weiß ja nie, wie es euch geht am Freitag, den 13. Und wenn euch dann noch eine schwarze Katze über den Weg läuft, von links nach rechts, ne? Und man mit dem linken Fuß aufgestanden ist, keine Ahnung. Wenn Freitag der 13. war und ich mit meinen Kollegen zusammen gewesen bin, beim Arbeiten in der Schule, in der Schreinerei, dann hat man natürlich drüber geredet, bisschen lustig geworden, macht ja, aber es ist einem bewusst geworden, heute ist Freitag, der 13., ein Unglückstag. Ist man da nicht trotzdem ein bisschen vorsichtiger wie sonst? So ein bisschen Respekt vor dem oder Furcht? Genau das ist ja auch das, was in dem Anspiel deutlich geworden ist, ja? Sonst ist es kein Problem, zum Doktor zu gehen, die Vorsorgeuntersuchung zu machen. Aber am Freitag, den 13., hat man auf einmal Angst, der könnte was finden. Aberglaube bringt Furcht und Angst mit sich. Wer im Horoskop liest,
Vorsicht, heute ist ein gefährlicher Tag für dich. Du musst die Dinge langsam angehen. Da bleibt man liebsten gleich daheim. Ne? Das macht den Menschen Angst. Und es macht den Menschen Angst, auch wenn sie eigentlich nicht dran glauben. Macht ihnen Angst. Hinter jeder Ecke wird man gefahren. Aber Glaube verbreitet Angst.